Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen! Guten Mittag! Oder auch guten Abend, liebe Leute! Der ein oder andere fragt sich wahrscheinlich gerade, Nico, wo ist deine Bettwäsche? Digga, wo ist die? Hey Leute, ich hab einen neuen Joke! Grüße gehen raus an Banger0211. Jedes Mal, wenn bei uns in der Gruppe neues Gruppenmitglied dabei ist, okay? Dann wird das Gruppenmitglied erstmal verarscht und zwar mit einem undeutlichen Gerede. Und dann sagt man sowas wie, ja, Nico hat dich doch heute vom Hauptbahnhof abgeholt, gell? Ja. Was habt ihr denn gemacht, der Fing? Was? Ja, was habt ihr gemacht, der Fing? Was sagst du? Ja, warst du schon mal in Feilingen? Ach so, nein, war ich nicht. Da wird bald eine neue Serie kommen und zwar Nico auf the Street und dann gehen wir zu so Passanten hin. Entschuldigung? Ja, sorry, da hinten, genau. Haben Sie eigentlich gemacht, der Film? Aber Leute, das ist alles komplett nebensächlich. Heute gibt's nur ein wichtiges Thema zu besprechen, okay? Big Daddy S hat Geburtstag! Hey, ich hab gerade auf Empfehlung von irgendeinem Kollegen habe ich gerade ein Video von Carl angeschaut. Mit halber Geschwindigkeit. Melden Sie irgendwelche Mädels von früher so bei dir zurück. So, hey Nico und so, es geht bei dir. Ja. Yeah. Schon, oder? Yeah. Ja. Hey Nico, lang nichts mehr gehört. Ja. Yeah. Aber wisst ihr was, es juckt mich nicht. Nee, ich habe mir gedacht, da der Karl heute Geburtstag hat, ist eine richtig witzige Sache. Habe ich mir gedacht, ich schneide ein kleines Best-of für dich zusammen. Nein, lass mir den Scheiß jetzt, Mann. Ich habe keinen Bock auf ein Best-of. Ich habe mir aber was ganz, ganz Spezielles für den Karl überlegt. Ein kleines Geburtstagspräsent habe ich für dich einkauft, Karl. Ist gerade ein epischer Moment. Ich kriege auch halt Gänsehaut. Karl, du hast Geburtstag heute. Das ist ein ganz besonderer Tag für mich heute. Ich habe was ganz Besonderes für dich rausgelassen. Wenn jetzt ein bisschen epische Musik im Hintergrund kommen könnte, wäre es geil. Es wäre geil. Karl? Ich weiß, es ist heftig. Ich weiß, es ist heftig. Aber nur für dich. Nur für dich. Ich habe sie gekauft, Alter. Ich habe sie gekauft. Jetzt mal Spaß beiseite. Joke hin oder her! Es ist in Ordnung. Ich möchte hier mal wirkliche, echte Glückwünsche an Karl raushauen. Alles Gute zum Geburtstag, du alte, scheißdreckige Milchkäfer. Hey, habt ihr gemacht, der Fink? Ich möchte jetzt mal official nochmal Danke sagen an den Karl für alle Sachen, die er mir hier bereitet hat, ja. Für alle, die sagen, ja, Karl, bezeichne Karl nicht immer als den Messias und so weiter, will ich gar nicht machen. Im Endeffekt steckt immer noch viel Eigenleistung dahinter, aber man muss einfach mal klipp und klar sagen, Karl ist ein verdammt, verdammt guter Mentor. Da kann jetzt jeder sagen, was er will, das ist mir vollkommen egal. Ich weiß, wie es ist, ich weiß, was er aus mir gemacht hat und ihr seht es ja auch selber. Und einfach mal herzliche Glückwünsche an dich, Karlmann. Danke nochmal für alles, ohne Scheiß. Und wir können auf jeden Fall noch viel erreichen, bin ich der Meinung. Ich frag den erstmal, ob der gemachte Finger hat und dann gucken wir weiter. Ich denke mal, heute wird es so laufen. Hey Karl, hast du heute Geburtstag? Ja! Verpiss dich! Warte mal kurz. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Ihr habt gerade das Video zu Ende geschaut, oder wie? Ja. Jetzt ist halt einfach die Frage, habt ihr überhaupt gemacht, der Fing, oder? Habt ihr gemacht, der Fing? Schaut beim letzten Video vorbei und fragt euch einfach mal, was ihr gemacht, der Fing, habt. Sonst kann ich nicht weiterhelfen. Achso, ja genau. Und wenn ihr jetzt keinen Daumen hoch...